Und weiter geht's. Die Philosophia Perennis, der Sonntagsschule. Ein Bild aus der Sonntagsschule, das mich Sonntag für Sonntag an der Wand vor unseren Kindern faszinierte, kommt mir in den Sinn. Das Bild vom schmalen Weg, der in den Himmel, und vom breiten, der zur Hölle führt. Tausende sind unbekümmert unterwegs auf der breiten Straße, die gesäumt ist von all den Möglichkeiten zum oberflächlichen Vergnügen, die der Mensch kennt und eben geschaffen hat. Auf dem schmalen, steinigen Pfad finden sich nur wenige, einsame Wanderer. Sie sind umgeben von der Härte und Gnadenlosigkeit der Natur, mit der sie in unmittelbarer Berührung stehen. Denkt euch diese Bilder, seht es in Bildern. Finden wir ihnen, so wie bei den antiquierten Wüstenvätern im Überholten, über das wir heute noch lächeln können, das Altbewährte, das ewig Wahre, steht die Hölle für das Scheitern, der Himmel für den Erfolg der Evolution, den der Einzelne vorantreibt, oder die Evolution dem Individuum, dem Einzelnen schenkt, was vielleicht einfach dasselbe ist? Philosophia Perennis, ewige Fragen, ewige Antworten. Es lebe das Absolute, es lebe die bedingungslose Liebe. Bedingungslose und freie Liebe, das einzig Richtige in Frieden, Einklang und Gerechtigkeit und in Frieden. Heute verzeichnet man eine epidemische Zunahme des Autismus, einer psychischen Erkrankung, die bisher immer nur wenige und konstante befallen hat. Darf man darin eine Übersättigung bezüglich des Vergnügens sehen? Ein Zeichen der Sehnsucht nach Rückzug? Wenn es die Wahrheit ist, dass wir dem Guten folgen sollen, wenn wir fragen, was das Gute ist und was es heißt, die Wahrheit zu leben, das Gute zu sein, dann haben wir zwei Möglichkeiten einzugrenzen, was denn das Gute ist. Einmal können wir Ausschau halten danach, womit die Wahrheit und das Gute sich verbinden, und andererseits nach dem, wovor sie zurückscheuen. Ach du, meine Güte, vor was sind wir zurückgescheut, hä? Verbunden, wir haben schon früher darauf hingewiesen, ist die Wahrheit als Qualität unseres Allerinnersten, des Innersten vor allem überhaupt, mit den anderen Qualitäten, dieses Allerinnersten, dass ich dich so sehr liebe, dass ich es kaum mit Worten ausdrücken kann. Das Allerinnerste kann man mit einem geschliffenen Diamanten, der in unzähligen Facetten erstrahlt, vergleichen. Je nachdem, von wo man auf ihn schaut, leuchtet die eine oder andere dieser Ganzheit auf. Was dazu auch heißt, dass man vielleicht eben mehrere Polaritäten hat. Was jedoch, wie wir ja alle wissen, in der Gesellschaft natürlich ein bisschen oft als Unsicherheit wirkt, wenn man mehrere Facetten aufweisen kann. Aber in Wahrheit hat es eigentlich fast jeder Mensch, dass man mehrere Facetten hat. Die Wahrheit ist in eine dieser Facetten. Das Gute, die Güte ist eine andere davon. Daneben können wir auch viele weitere aufzählen, wie es in einem anderen meiner Bücher, das von diesem Allerinnersten, Samuel Wittmann-Nicolai, 2005 Basics Edition vom Allerinnersten. Wenn ihr solche Bücher bestellen wollt, könnt ihr mich fragen. Ihr könnt generell fragen, wenn ihr Bücher von Samuel Wittmann-Nicolai oder von unserer Gemeinschaft haben wollt, dann fragt einfach und ich werde euch die Bücher besorgen und auch zuschicken oder vorbeibringen, was jeweils das Bessere ist. Die meisten finden sich leider nicht mehr im normalen Buchhandel, aber unter erlesenen oder eingeweihten oder einfach auch bewussten Menschen kann man sie noch bekommen. Und ich würde euch den Antrag ja machen. Also wenn ihr eines seiner Bücher bestellen wollt oder auch eines generell von der Gemeinschaft oder etwas anderes auch zum Lesen oder so oder zum Weiterbilden, dann sprecht mich an. Ich werde mein Bestes geben, damit ihr diese Bücher oder was auch immer ihr dann braucht oder so,
zu euch kommen möge. Daneben können wir auch viele weitere aufzählen, wie ich es in einem anderen meiner Bücher, das von diesem Allerinnersten erzählt, versucht habe. Liebe, Gelassenheit, Frieden, Freude, Einsicht, Weisheit, Einheit sind ein paar davon. Sie alle sind von der Wahrheit und vom Guten gar nicht zu trennen. Sie gehören unzertrennlich zusammen. Jede dieser Eigenschaften wird also, wenn sie gelebt wird, Wahrheit hervorbringen, sie in all ihrer Schönheit aufleuchten lassen. Es lebe die bedingungslose Liebe. Denn das, was die Wahrheit hingegen verhindert, sie verdreht, verfälscht, wegdrückt, zerstört, ist all das, was aus den Haltungen, wie sie zum Beispiel die Todsünden der Wüstenväter beschreiben, geboren wird. Darunter unter anderem Völlerei, Wollust, Habsucht, Gier, Geiz, Selbstmitleid, Zorn, Überdruss, Ruhmsucht, Stolz, Neid und ich würde es noch dazu ergänzen, Eifersucht, Habgier. Darin finden wir das, was Unwahrheit verursacht, zusammengefasst. Ihr müsst euch wirklich mal eine Welt vorstellen, wo diese Elemente Todsünden wären. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Oder zum Beispiel auch Untreue könnte man auch dazu nehmen. Oder Verrat könnte man auch dazu nehmen. Oder einander anzulügen könnte man auch dazu nehmen. Ihr müsst euch wirklich mal vorstellen. Weil irgendwie, auch wenn es in unserer Welt vielleicht nicht gerade sofort zum Tod führt, führt es zumindest zu einem Beziehungsstopp oder zu einem Beziehungsunterbruch. Also wenn dich jemand frisch fröhlich anlügt oder nachher hinterher als Eifersüchtiger weiß nicht was begegnet, dann führt es zumindest zu einem Beziehungsstopp. Natürlich ein bisschen Eifersucht, vielleicht kennt jeder von uns, aber ich meine einfach, ja, da, wenn man jemanden einfach ausschalten muss oder so, oder jemanden kaputt macht oder so, das ist dann schon nicht so toll, oder? Also, ihr wisst ja meine Geschichte, oder? Also von dem her, das ist schon heftig, oder? Wenn man so zum Opfer gemacht wird oder so, nur weil irgendein Problem mit irgendwelchen Schönheiten oder was auch immer gehabt haben. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe vergeben und auch ja, das Vergessen ein Stück weit. Ich kann es nur selber besser vorleben. Da gebe ich mir Mühe. Und ich danke auch aus tiefster Überzeugung dir, Samuel, für dein Lebenswerk. Und du bist mir immer noch sehr, sehr nah. Und ich weiß, da gibt es verschiedene Dinge. Das tönt so verrückt, ich weiß jetzt mittlerweile, woher wir dort die Gegensätzlichkeit am Anfang uns vorgespielt wurde. Aber hey, Samuel, ohne deine Lehren, ohne deine manchmal so schwierigen Auseinandersetzungen mit mir selbst und ohne deine Therapie auch, ich wäre nie über das hinweggekommen, was mir damals die Menschen angetan haben. Ich wär wahrscheinlich vor die Hunde gegangen. Ich hätte mich entweder erschossen oder ich hätte mich aufgehängt oder ganz ehrlich, Samuel, auch wenn vielleicht Einzelne meinen, wir müssten Gegenspieler sein oder irgend sowas, das sind wir nicht, ey, bei allem Respekt. Ich habe mir alle Mühe gegeben, dass du erkennst, dass ich dich lieb habe, dass ich dich einfach liebe. Und auch dich übrigens, Rupert, danke für deine Arbeit. Das wird nicht vergessen werden, dass du dich dafür einsetzt in der Zeit, wo ich selbst auch bewusst oder eben unbewusst dieses blöde Trauma überwinden musste. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie demütigend oder wie peinlich das ist, als erwachsener, vorher berufstätiger Mensch ein Trauma überwinden zu müssen, was dir jemand angehängt hat oder zugeführt hat, nur weil es ein Missverständnis war, wo du so verrückt wurdest, dass so etwas Schlimmes passiert ist. Aber eben, es gibt Liebe auf dieser Welt und es gibt auch wirklich Krieger, die nicht irgendwie einen Krieg im Außen verursachen wollen, sondern einfach sich ihren inneren Ängsten, ihren inneren Tabus, ihren inneren Schweinehund und ihren inneren Traumas vielleicht stellen. Und es gibt auch wirklich manchmal Begegnungen im Leben, da sind 5 Minuten wertvoller, wie andere ein ganzes Leben vielleicht damit verbringen. Also, weiter. Und aus diesem Grund übrigens lese ich auch euch aus dieser Wahrheit vor. Nicht nur, weil es zur heutigen Zeit passt, man hätte sie vielleicht schon früher vorlesen sollen, aber meiner Meinung nach ist es auch so, auch wenn jetzt vielleicht noch einiges unverstanden bleibt oder einiges noch
nicht wirklich so den normalen Menschen vielleicht bewusst ist. So ist, glaube ich, im heutigen Level, wo wir im Corona-Zeitalter ja leben und die Menschen ja eigentlich völlig psychotisch und neurotisch mit Masken herumlaufen, anstatt zu sagen, hey, Gott ist groß und wir vertrauen auf dich. Das ist ja verrückt. Verstehst du eigentlich, dass die Menschen solche Angst und Hemmungen haben? Wir leben ja eigentlich in einem christlichen Abendland, aber nein, sie zeigen es jedes Mal wieder und wollen dich dazu zwingen, Masken anzuziehen. Man muss es ja auch fast so tun, man will ja nicht zum Sündenbock gemacht werden, dass sie dann nachher sagen, dir wäre alles scheißegal. Das Gegenteil ist bei mir der Fall. Mir ist überhaupt nicht alles scheißegal, weil für mich ist scheißegal eigentlich illegal, wenn ich es ehrlich mal ausdrücke. Und selbst in den dunkelsten Momenten und in den schlimmsten Momenten ist mir nicht alles scheißegal. Definitiv nicht. Und auch wenn ich mir noch so sehr mit diesem Leben immer eine Partnerin gewünscht hätte und habe. Und ja, ich gebe zu, ob manchmal oft ein bisschen dort ja, einfach mich verrannt habe oder so. So sage ich jetzt, vielleicht musste es genauso kommen, damit ich eben zu dem wurde, was ich bin. Und ich glaube an die Liebe. Nicht an die scheinheilige Liebe oder an das nur romantische oder so, sondern an die Liebe, die wirklich auch die Richtigen zusammenführt und die das Herz dafür hat, dass wir gemeinsam erwachen können. Miteinander statt gegeneinander. Wo es nicht Einzelne gibt, die sich immer ständig meinen, du seist ein Konkurrent und du müsstest ferngehalten werden, dies und das, es ist Kindergarten. Weil in Wahrheit das schönste Gefühl ist es, wenn man helfen kann, die Richtigen zusammenzufinden. Und dass man auch weiß, Doppelgänger oder andere Sachen erkennt man am allerleichtesten an dem, dass man einfach mit dem Herzen schaut. Seid einfach euch selbst. Und noch etwas, liebe Menschen. Ihr seid so eigentlich behindert gemacht worden. Ihr lacht über jene, die einen Vormund haben. Aber ich sage euch etwas, in Wahrheit, alle die, die Drogen als illegal ansehen, die sind ebenfalls bevormundet. Währenddem eine kleine Elite darüber schmunzelt, wie ihr euch dort gegenseitig mit verdreckten Stoffen oder verschnittenen Stoffen das Leben kaputt macht, nach kurzer Zeit schon aussieht wie ein Wrack, weil das Zeug mehr Schreckmittel wie Wahrheit enthält. So sage ich euch in Wahrheit, Drogen sind ebenfalls Gottes Geschenke und gehören auch dazu zu einer Art Prüfung. Weil wenn jemand mit etwas, wo er abhängig ist und was für einen sehr wichtig ist, großzügig oder zumindest so umgehen kann, dass man nicht kriminell wird, dass man zum Beispiel nur weil man Drogen nimmt, nicht ein Straftäter wird, dann ist man meiner Meinung nach wirklich auch irgendwie ein Held. Weil vielen ist nachher die Substanz wichtiger, wie zum Beispiel ein Freund oder wie eine Partnerin oder wie was auch immer oder wie sich selbst zum Beispiel. Die leben, wie Sido im Lied wunderbar gesungen hat, von Schuss zu Schuss, oder? Und das ist eine Katastrophe. Die haben es definitiv verpeilt. Natürlich würde ich auch jene in den Arm nehmen und sagen, hey, es kommt gut. Aber überlegt mal, es ist wie eine Prüfung. Jedes Alkaloid, das uns von Gott geschenkt wurde, oder jede Substanz hat immer auch eine Aussage auf unser Bewusstsein und ist eine Prüfung. Auch die Hauptangeklagten zum Beispiel, wie Methamphetamine oder Heroin oder Kokain, sind wirklich eigentlich in Wahrheit auch für etwas gut. In Notsituationen oder in speziellen Momenten und bewusst genommen. Und nicht, dass ich euch jetzt für irgendetwas anstiften will, um Himmels Willen, ich sag's nur. Für gewisse Momente sind diese Substanzen auch für etwas gut und auch ein bewusster Mensch wird auch nicht so schnell abhängig davon. Doch ihr seid schon eigentlich darauf angewiesen, dass euch jemand unterweist, wenn ihr so etwas nehmen wolltet oder würdet. Aber auf keinen Fall würde ich empfehlen, das ganze gestreckte oder andere wahnsinnige Zeug zu nehmen, wo ihr nicht wisst, wo es wirklich herkommt. Und an dieser Stelle möchte ich auch wirklich mal den wirklich wahren Christen danken. Das ist kein Witz jetzt in Wahrheit. Ihr habt es auch langsam nämlich erkannt. Ich war so glücklich, als ich mit einer Christin mal geredet habe, die nicht gleich irgendwie den Teufel oder was auch immer in einer Substanz gesehen hat, sondern gesagt hat, auch das gehört zu Gott und auch
im Bewusstsein, dass Jesus dort drin eben auch Verständnis hat, da hat wirklich ein Wandel stattgefunden. Weil das kenne ich aus der Vergangenheit schon etwas anders. Und auch dort kann ich sagen, habe ich euch vergeben. Ich habe euch vergeben, dass ihr mir die Türe zugehalten habt zu meinen Freunden, dass ihr mich in die Hölle geschickt habt sozusagen, dass ihr mich einfach verstoßen habt, nur deswegen, weil ihr mir nicht jemand vorgestellt habt, die mich oder die ich heiraten hätte können. Ich wäre so einfach gestrickt gewesen. Ihr müsst euch das mal vorstellen und schmunzelt mit mir. Hätte ich jemand gehabt damals, die für mich irgendwie heiratsfähig gewesen wäre und die richtigen Bedingungen mitgebracht hätte und einfach Liebe mitgebracht hätte, hey, ich hätte über mich hinauswachsen können. Doch da das nicht damals so war, ich kann euch auch direkt ansprechen, Quellenhof, da war es leider so, dass ich es leid war, mir ständig einen runterzuholen oder ständig daran mich zu fragen, hey, wer liebt mich jetzt hier und wer ist für mich bestimmt und so weiter. Und in den Himmel hinaufzubeten und so, anstatt einander in die Augen zu sehen. Und es tat mir so weh, dass ihr mich einfach so nicht mehr verabschieden lassen habt, als ich mich dafür entschieden habe, für einen Moment wieder mich einfach zu supplementieren. Heutzutage das Normalste der Welt, aber damals wirklich für euch ein Grund, mich zu verstoßen. Obwohl Jesus ja ausdrücklich gesagt habe, die Türe, wenn jemand anklopft, werde ich euch nicht einfach so zuhalten. Und ich vergebe euch das natürlich, das ist ja alles okay. Aber ganz ehrlich, es tat weh, es tat einfach weh. Und auch wie. Ja, wie er meine Unschuld damals eigentlich ausgenutzt hat, das tat auch ein bisschen weh. Vor allem du, Marcel, von dir hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ich habe dich so eigentlich lieb gehabt, aber nein, ich war es dir irgendwie vielleicht nicht wert oder du sahst in mir lieber genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich bin. Das ist das Verrückte. Aber es musste vielleicht so sein und ich kann damit leben. Auch wenn vieles passiert ist, wo ich wirklich in der Hölle war, das kann ich euch sagen, dann bin ich vielleicht manchmal auch für Sachen dankbar, dass andere Menschen nicht erkennen. Aber glaubt mir, Gott ist groß und Gott ist auch gnädig. Und wenn ich nur etwas ausdrücken kann, all jenen, die mir etwas angetan haben, denen kann ich vergeben, wenn es um mich persönlich geht. Wenn es natürlich um andere Menschen geht oder um andere Lebewesen, dann müssen diejenigen diese Lebewesen oder diese Menschen ansprechen. Aber seid euch bewusst, selbst wenn ich jetzt in der nächsten halben Stunde sterben würde, ich habe meinen Frieden gefunden. Also das darf ich euch vielleicht sagen. Und dass ich nicht zu jenen gehöre, die von etwas davonlaufen. Aber was noch viel schöner ist, dass mir bewusst wurde, dass ich weiß, was Liebe heißt. Dass ich deswegen vielleicht auch oft angegriffen wurde. Aber eben, das spielt ja auch gar keine Rolle in dieser Welt. Die Welt ist so, wie sie ist. Auf jeden Fall danke ich all jenen, die meine Freunde sind. All jenen, auch wenn sie sich nicht oft zeigen, dass sie im Herzen bei mir seid. Und vor allem dir, du weißt, wie ich meine, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wenn du nur wüsstest, ich liebe dich sogar mehr wie mich. Und das tönt ja vielleicht verrückt, aber es ist so. Genau deswegen bin ich vielleicht manchmal so. Danke, dass es dich gibt. Vor allem auch danke, Vater, danke, Mutter. Danke unserem Land. Danke all jenen, die an das Gute glauben. Das ist eine Wahrheit von mir. Das musste ich jetzt einfach mal aussprechen. Und ich will nicht scheinheilig einfach so erscheinen und ja, Hoffnung und gute Nachrichten verkünden in einer Welt, wo die Leute in einer Psychose wandeln wegen einem Virus, mit dem man reden kann. Das ist ja das Verrückte. Zuerst machen sie eine zur Märtyrerin und nachher geben sie einem Virus den Namen von ihr. Und so fragt man sich schon, Menschen, warum macht ihr Leute zu Märtyrer? Das ist ja natürlich einerseits eine Ehre, andererseits hat sie natürlich vielleicht gewisse Sachen getan, die zur Todesstrafe geführt haben. Aber hallo, Menschen, überlegt mal.
wenn man sich fühlt wie ein Urchrist, dann ist man, glaube ich, dort angekommen, wo man sagen darf, Jesus ist in mir, er spricht aus mir. Und egal, ob ich dies oder das vorher getan habe, es ist einfach Liebe. Aber seid euch auch bewusst, wahre Urchristusvergebung geht dann über das normale Scheinheilige hinaus. Das ist dann nicht einfach nur so bla bla. Und das ist auch nicht alles nur in der Bibel zu lesen. Sonst wärt ihr immer wieder im gleichen Rad. Es braucht auch eine gewisse Ergänzung und Vielfalt. Und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Auch liebe Islamisten, seid euch bewusst, die wahren Urchristen wissen schon längst, dass Mohammed und Jesus die besten Freunde sind. Die wissen auch schon längst, dass viele einander beste Freunde sind. Und auch mal ein ernstes Wort an die lieben Satanisten. Hört mal auf, diesen Irrsinn zu glauben, als Satanist würde es Satan wollen, dass ihr einfach alles zerstört oder einfach alle anderen zerstört. Das ist ja genau der Irrsinn, warum er immer will, dass die Welt zerstört wird. Hey, seid mal so intelligent und überlegt mal, wie die Natur sich fühlt. Weil nach meinen Erkenntnissen ist das vor allem des Menschen Satan, weil die Natur sich gegen die Unterdrückung und gegen die ständige Verweigerung, ihr wenigstens einen Drittel zurückzugeben, wenn man etwas überbaut, wehrt. Und so ist philosophisch meine Erkenntnis im Moment. Aber auf jeden Fall will Satan auf jeden Fall ganz sicher nicht, dass ihr eure Zigaretten oder eure Drogen oder eure was auch immer einfach so auf den Boden schmeißt. Oder auch andere Sachen ausraubt oder andere kaputt macht oder unterdrückt. Im Gegenteil, er möchte einfach euch sagen, der Urchrist und der Satanist, das sind beides eigentlich Freunde. Oder zumindest zusammenhängende Erscheinungen, wie Gegensätze sozusagen. Aber beides gehört irgendwie zusammen. Und wenn man dort drin die Mitte und den inneren Frieden irgendwie findet, dann hat man irgendwie ein Stück Erleuchtung gefunden. Dann braucht es auch gar keine speziellen Bezeichnungen mehr dafür. Aber auf jeden Fall weiß man dann, dass es ganz sicher kein Gott will, dass man einfach so achtlos das System, wir leben ja in einem Körper, zerschmutzt oder zerstört oder wie Parasiten nur ausnutzt. Und auch wenn man mal an einem Ort oder irgendwie an einem Moment angekommen ist, wo man gestrandet ist, so hört auf, Hoffnung aufzugeben. Hoffnung ist das Wichtigste, was jedem Einzelnen gegeben ist. Und auch wenn es manchmal so verrückt klingt, ich glaube an eine wirkliche, bedingungslose Liebe, auch schon in dieser Welt und nicht erst im Himmel. Und auch wenn es vielleicht gewisse Defizite im Vergleich zum Himmel vielleicht mit sich bringt, dass du eben vielleicht keine Jungfrau mehr bist oder dass du vielleicht irgendwie eine Vergangenheit hast, die ebenfalls schwierig ist, so glaube ich daran, dass du mich verstehst und weißt, dass ich an dich keine Bedingungen mache. Genauso wie du an mich nicht. Deswegen liebe ich dich ja. Aber eben mit Worten kann ich dir das nicht ausdrücken. Du weißt es, ich weiß es und wir wissen auch beide, dass wir uns wollen und nicht irgendwelche, wie sagt man, Ersatz oder irgendwelchen Ersatz wollen. Also ich weiß es zumindest. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber ich weiß, dass ich dich am liebsten möchte. Ich nenne jetzt deinen Namen nicht, natürlich. Das wäre zu oberflächlich vielleicht, weil es gehört auch ein bisschen spirituelles Grundwissen dazu, herauszufühlen. Und du weißt es, dass du es bist. Du weißt es. Ohne dass ich dich jemals gefangen nehmen möchte. Ohne dass ich dich jemals begrenzen möchte. Die eine meine, wie das Cyan, wie das Kali, wie Pech und Schwefel. Das waren damals unsere Bezeichnungen. Und ich liebe dich. Ich liebe aber nicht nur dich, ich liebe aber auch generell es aussprechen zu dürfen. Weil jeder Moment, in dem man das auch sagen darf, ist ein Stück Unendlichkeit,
die wertvoll ist. Und wo man auch als menschliches Wesen das aussprechen darf. Bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe. Und lasst euch nicht zu sehr in Einsamkeiten nur treiben, sondern liebet auch einander als Menschen. Auch wenn man nicht immer nur vollkommen erscheint oder ist oder auch manchmal kleine Macken hat, liebet einander. Seid ehrlich zueinander. Seid Wahrheit. Und ich bin nicht ein Oberlehrer oder sonst irgendwas. Ich spreche einfach als das aus, was ich bin, was meiner Meinung nach durch mich gerade durchfließt. Und jetzt weiter. Die Qualitäten des Allerinnersten sind die Qualitäten unseres Wesens. Das, was wir als Potenzial in uns tragen. Die Todsünden dagegen entsprechen den Verirrungen des Ichs, des Ego, die diese unserem Wesen überstülpt, wenn wir es nicht zu zügeln wissen. Darum müssen und können wir nichts an uns verändern. Darum braucht es lediglich Einsicht, Selbsterkenntnis, eine Transformation einleitet, diese Wandlung, in der sich durch das Verständnis für die Irrwege des Denkens und des Ichs unser Wesen ganz von selbst wieder herausstellt. Im Hintergrund war es ja immer unverändert da, was ja genau eigentlich dazu passt, was ich vorhin gesagt habe. Und darin wird auch sichtbar, dass die Überwindung des Ichs, der Selbstsucht, nicht darin besteht, kein Ich zu haben, ohne dass wir gar nicht überleben könnten, sondern dieses zu zügeln, es wie ein Kind in seine Schranken zu weisen. Nicht das Ich an sich ist schlecht, sondern seine Zügellosigkeit. Unser Wesen hat es an, die Zügel zu nehmen. Der Eigenwille muss vom Herzen gelenkt werden. Das ist aber auch etwas, was jeder für sich selbst bestimmen sollte und muss und dürften, also auch machen sollte. Weil nur dann kann man das auch beweisen, dass man das kann. Aber da braucht es auch noch ein bisschen Fortschritt und Geduld vielleicht. Und wer weiß, vielleicht kann es eines Tages so weit kommen, dass jeder das selbst beweisen kann und auch zeigen kann, dass man dazu berufen und fähig ist. Weil man will ganz sicher nicht, wenn man weiß, was Liebe ist und was auch um was es geht in der Welt, will man ganz sicher nicht einfach nur den Exzess die ganze Zeit. Man will ganz sicher nicht einfach so wie bei dem Lied von Sido, wenn es um die Substanzen geht, von Schuss zu Schuss sich einfach nur wegballen, weil man es einfach nicht aushält, sondern man will ganz bewusst einfach auch ganz offen und natürlich mit Dingen umgehen, egal was, sei es jetzt Liebe, sei es jetzt Sexualität, sei es jetzt eine Substanz, sei es jetzt etwas zu essen, sei es jetzt was zu trinken, dass man zeigt, dass man eben sich selbst kontrollieren kann und auch nicht einfach so wahnsinnig ist und sich einfach so nur immer verschließt. Weil es geht um etwas in der Welt. Und Liebe ist nicht einfach nur ein Wort. Liebe bedeutet auch gleichzeitig Einsicht, bedeutet gleichzeitig auch eine Art Vergebung, bedeutet auch Freiheit, bedeutet aber auch eine Art Rechtschaffenheit und nicht scheinheilige Rechtschaffenheit, sondern wirkliche Offenheit und bedeutet auch zu einem gewissen Grade, sich nackt zeigen zu können. Es bedeutet nicht nur die Selbstliebe, sondern es bedeutet, die Liebe ist das Absolute sozusagen. Denn auch die Todsünden, diese möglichen Haltungen des Ichs, sind an sich schlecht, sondern nur ihre Entgleisungen. Der Sinnengenuss, ob oral, anal oder genital, was wäre daran auszusetzen? Wieder mal typisch Samuel, ich liebe deine Offenheit, sei es grüßt, sich darin gehen zu lassen, weil die Verbindung zum Wesen, welche natürlich gleichzeitig die Verbindung zum großen Geist, also dem Brahman oder dem Heiligen Geist, es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, darstellt, verloren gegangen ist, ist das Unglück, der Geist, das Wesen, das Allerinnerste, dass sich auch immer wieder nur verschiedene Bezeichnungen für dieses immer selbe, unteilbare und unfassbare Mysterium, das uns ausmacht und uns umgibt, erst der ich-betonte, narzisstisch individualisierte Umgang mit der Sinneslust macht diese problematisch. So.
Bis zum nächsten Kapitel.